Noch vor einer Woche war es eine Zweitligapartie. Heute machen es die C-Junioren untereinander aus. Der 1. FC Union Berlin empfängt den SG Dynamo Dresden im Regionalliga-Derby am 22. Spieltag. Union auf dem 5. Tabellenplatz mit 4 Punkten Vorsprung auf Dynamo und Lars Jungnickel. Er setzt heute wieder auf Corvin Kozak, der zuletzt in Weißenfels einen Hattrick erzielen sollte. Eine spannende Personalie, die Dresden richtig gefährlich im Angriff macht. Die Gäste in den gelben Trikots von rechts nach links mit der ersten Initiative. Kozak bekommt den Ball nicht, dafür stattdessen Paul Lehmann. Dynamos Direktive wird sofort klar. Man möchte so früh wie möglich den Führungstreffer erzielen. Ömichen, gut gestört und den Ball geholt. Dann hat er das Auge für Corvin Kozak. 1:0 Dynamo. Super rausgespielt und natürlich macht Lars Jungnickel alles richtig, wenn er diesen Mann aufstellt. Der hat es richtig drauf, auch mit dem Jubel. Gut gepfiffen die Szene auch von Schiedsrichter Rami Kara, denn der hat den Vorteil laufen lassen, nachdem Ömichen eigentlich schon gelegt worden war. So das 1:0 und hier kann Dynamo noch nicht auf 2:0 nach einer Ecke erhöhen. 23 Minuten gespielt, Dynamo hat eigentlich alles im Griff, aber nur eigentlich. Super Flanke, Berjaoui kriegt den Fuß noch dran und Willi Noack zieht ab, Ausgleich! Was ist hier auf einmal los? Willi Noack mit einem super Treffer, aber schauen wir nochmal auf die Szene. Helch mit dem unglücklichen Ballverlust, die Flanke von Trojanovic super, Berjaoui mit einem herrlichen Ballkontakt, sodass Willi Noack super einnetzen kann. Und jetzt suchen sie natürlich wieder Corvin Kozak. Der soll's richten, aber er kann's halt nicht immer richten. Der geht noch knapp übers Tor. Kurz darauf der Abschlag. Arslan Ogulari verschätzt sich total. Und Dresden sofort im Gegenzug. Bräunling mit dem Schuss. Latte, aber da ist ja noch Kozak. 2:1. Unfassbar, Corvin Kozak. Jetzt steht er einfach richtig nach dem Klasseschuss von Cornelius Bräunling. Aber das, was Arslan Ogulari da passiert, das darf ihm bei bestem Willen nicht passieren. Nächste Szene. Union Abwehrverhalten. Fatal. Und Kozak eiskalt. 3:1 für Dynamo. Und das geht vollkommen in Ordnung. 31 Minuten erst gespielt. Und Corvin Kozak spielt das Spiel seines Lebens. Er wird hier und heute zum Schreck der ganzen Union-Abwehr, die ihn einfach nicht in den Griff kriegt. Zweite Halbzeit und jetzt wieder Dynamo. Weiter Eckball und die Kopfballchance zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Arslan Ogulari macht seine Fehler aus der ersten Halbzeit wieder gut. Nach der Halbzeit die Mannschaft von Daniel Schulz viel aktiver und auch mit dem nötigen Glück. Schön abgelegt auf Didos. George Didos, Anschlusstreffer. Da sieht zwar Erik Herrmann im Tor nicht wirklich gut aus, aber George Didos macht das souverän und holt nochmal eine Chance für seine Mannschaft raus. Jetzt heißt es kämpfen und weitermachen. Toller Pass auf Akko, war richtig gefährlich. Aber jetzt ist Herrmann zur Stelle. Das Spiel macht inzwischen richtig Spaß. Die Mannschaften hauen sich eine Chance nach der anderen auf den Kasten. Hier ein weiterer Ausschnitt. Didos mit dem Abschluss. Super Abschluss. Und Noah kann nochmal nachlegen. Aber auch der geht knapp übers Tor. Das wäre Tor Nummer 2 für Willi Noah geworden, der die linke Seite heute wirklich beackert. Nun mal ein Freistoß für Dynamo. Und wieder ist Kozak da. Riesengelegenheit. Das haben sie gewollt. Das haben sie einstudiert. Aber der Treffer, der hat noch gefehlt. Und immer wieder Corvin Kozak. Super in Szene gesetzt von Asem. Und den muss er jetzt machen. Aber er macht ihn nicht. Arslan Ogulari mit einer Riesentat. Und es ist nicht zu fassen, dass der nicht ins Tor geht. Was für ein Glück für Union und was für ein Pech auf Dresdner Seite. Das ist ihnen dann aber egal zum Abpfiff nach 70 Minuten. Dynamo Dresden gewinnt mit 3:2 dieses spektakuläre Spiel und kann sich souverän Sieger dieses Duells nennen. Am Ende ist das Spiel auch verdient. Die zweite Halbzeit, denke ich, war komplett anders. Da waren wir am Drücker.
haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Aber am Ende hat es dann halt nicht mehr gereicht, ja, weil wir dann die Chancen nicht komplett genutzt haben, die wir hatten. Und wenn man halt, wie gesagt, in der ersten Halbzeit durch so individuelle Fehler, durch so klare Fehler so deutlich in Rückstand gerät, dann ist es halt schwer, dann am Ende noch ein Spiel zu gewinnen. Ja, und die Jungs haben ein Riesenspiel gemacht, haben sich wieder in den 70 Minuten absolut weiterentwickelt. Und dazu haben wir noch Tore geschossen, haben einiges noch liegen lassen. Ja, darauf kann man schon stolz sein. Natürlich kann Dresden auf diese abgezockte Leistung stolz sein. Für sie geht es schon am Donnerstag weiter im Freundschaftsspiel gegen den Halleschen FC. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.